Hier ist erst die Phase. Ich telefoniere noch kurz. Ach so. Aber komm rein. Mein Kicker. Oh. Okay, ist an.여기는 저의 학교 친구인 마린의 집이고 다른 공부를 하다가 이 콘서트를 시작을 했고 나이대가 비슷한 친구들이랑은 좀 맞는 부분이 있잖아요. 그래서 저희도 좀 잘 맞는 것 같아요. 네, 이 집이 너무너무 예쁘네. 다른 사람들 집에 오는 거 너무 좋아. Zu Hause? Manchmal komme ich nach Hause und lege mich so aufs Bett. Einfach so? Ja, um runterzukommen. Und dann meditiere ich richtig gerne zu Hause. Wo ist es deine Meditation Spot? Da. Hier? Ja. Und dann, was mache ich noch gerne? Ich koche gerne. Ich will nicht die ganze Zeit gefilmt werden. Ich glaube, das ist mir unangenehm. Nicht so entertainen will oder das Gefühl habe, ich müsste entertainen, ist irgendwie auch doof. Ach so. Das ist auch Quatsch, ne? Mm. Quatsch. Aber manchmal passiert das, finde ich, so bei der Kamera. Mm. Ja, stimmt. Ja. Und auch Video, also auch das, diesen Moment, es ist ja am Ende auch nur eine Momentaufnahme. Genau. Und sie nicht so ernst zu nehmen, also als wäre das so... Aber es ist vielleicht so eine Form von Schüchternheit so auch und Öffentlichkeit. Weißt du, woran es mich erinnert? Ich habe doch so ein Projekt, wo ich hier auch gefilmt habe und fotografiert habe. Ja, ich weiß. Und das ist ja interessant, weil ich habe das ja auch gemacht mit anderen. Also Fotografie magst du noch? Ich mach's noch. Das Projekt ist ja schon eigentlich schon fast zu Ende. Fast. Okay. Aber ich wollte es auch mal ausstellen und ausprobieren, wie es dann wirkt. Ja. Hast du schon vergrößern? Fotos? Ja. Teilweise. Ich habe gedacht, du magst es ein bisschen vergrößern und wieder drucken. Ah. Ach so, habe ich gemacht. Mit der Katze, schon. Ne? Ja. Bin halt so müde geworden von diesem Thema dann auch irgendwie. Es ist nicht so einfach, also ein Thema für lange Zeit arbeiten. Ja, weißt du? Du hast recht. Ja, ich auch. Ist das bei dir auch so, ja, ich dass auch. Du das dann hinlegst? Ja. Und dann ruht das ein bisschen. Ist gar nicht schlecht eigentlich. Ne? Ja, also lange. Man muss sich auch disziplinieren. Ja, ne? Es ist vielleicht immer verändern. Ja. Julia Krüppelin hat das jetzt auch zu mir gesagt, dass man sich auch disziplinieren muss, dann eine Arbeit auch abzuschließen. Ja. Also so, dass man... Erstmal abzuschließen und dann was weiter arbeiten. Weil ich glaube, dass man dann auch mit mehr Intensität und Ruhe bei der Sache ist und nicht so hin und her springt. Stimmt. Ja, ich habe auch viele Themen. Aber irgendwie, mein Thema ist es ein großes Thema. Ja, wie ist das? Es ist immer etwas Erinnerung. Ja, seit 10 Jahren. Jetzt kann ich sehen, aber es ist etwas immer Erinnerung und wertvoll und wertlos. Ah. Ja, dazwischen. Ah, spannend. Ja, und dieses Mal habe ich auch ein anderes Projekt geplant. Mit altem Öl mache ich Seife. Ah. Wow. Ja. Schön, dass du das erzählst. Ich kenne das noch gar nicht. Ja, es ist ein neues Projekt in der Corona-Zeit. Sie haben noch keine Figur, sie sind noch keine Figur. Ja, keine Figur noch. Ich brauche noch Mold. Beim Zahnarzt verwenden sie ja auch immer so blaue, im Internet bestellen. Aber es ist teuer, ne? Ja, sie haben damit mal so Abdrücke gemacht. Ja. Wir haben so Vulva-Abdrücke damit gemacht. Also so Vagina. Wir lagen so da und haben dann so Abdrücke gemacht. Der Kunst? Ja.
von einer Künstlerin in Korea auch gehört, dass sie das auch gemacht hat. Sie hat so ganz viele Vulva und sie musste, nee, Japan vielleicht. Ja, und sie ist ins Gefängnis auch gekommen dafür. Hey. Ja. Sie hat einfach nur ein Schlauchboot gemacht in so einer Form halt, es hätte halt eine Vulva sein können. Und dann wurde sie festgenommen von der Polizei und so. Das halt so, das ist ja immer so im Feminismus. Das ist ja, ja immer so im Feminismus. Und deswegen vor 4 Jahren oder so habe ich das dann mal gemacht. Aber ist es okay? Es war total, ich hätte gedacht, es ist richtig komisch. Und dann war es total okay. Es war überhaupt okay, nicht schlimm. Dann ist es, war lustig. Das sind Medikamente materiell? Nee, es ist wie Silikon, aber so ganz fein. Es ist so eine Mischung aus Sand und Silikon. Und es macht dann richtig tolle Abformungen, also, Oh, cool. Ich hatte das sogar eine Zeit lang dann noch und habe schon gedacht, ich häng's so an die Wand. Aber ich habe ja, und es gibt ja ganz viel Kunst mittlerweile davon, ne? Mhm. Also, wo Leute die dann wirklich Gold anmalen und so. Ja. Voll schön. Hier wohnt Leonie. Mhm. Aber wir ziehen irgendwie beide aus. Wieso? Leonie will mit ihrer Freundin zusammenziehen oder Partnerin und ich will irgendwie in eine größere Wohnung. Willst du allein wohnen? Nee, größeren WG. Weil ich irgendwie mehr Platz möchte. Ja, eigentlich finde ich es nur ein bisschen schade auszuziehen. Aber magst du nichts alleine wohnen? Nee, es hat mir nicht gut getan. Oh. Im Winter ging es mir echt schlecht. Ja, oh, interessant. Ich kann nicht mit anderen Leuten wohnen. Echt? Ja. Weil es dir besser geht allein. Ja, ich bin immer allein. Ja, ja, aber das kann ich auch verstehen. Ich bin ja auch quasi alleine Wohnung gezogen aus dem Wunsch. Ja, aber ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man eh schon irgendwie... Ich habe halt echt fast jeden Winter Depressionen. Und dann ist alleine wohnen halt noch, macht es noch schlimmer. Also immer? Die letzten Jahre auf jeden Fall. Aber ich mache jetzt eine Therapie. Und dann habe ich es vielleicht irgendwann nicht mehr. Deswegen machst du Therapie gerade? Ich mache auch deswegen eine Therapie, aber auch wegen dem Attentat im Oktober. Was ist Attentat? Das ist, wo dieser Mensch geschossen hat, hier in Halle. Ja, und ich war in meiner Schule, hat auch jemand rumgeschossen. Ja, sowas wie Columbine. Weißt du, kennst du das? Es gab in den USA so eine Schießerei, also wo jemand so rumgeschossen hat in der Schule. Und das hieß Columbine, diese Schule. Und ich war in Erfurt. Und in Erfurt gab es 2002 einen ganz schlimmen Amoklauf. Ja, genau. Und deswegen mache ich noch mal eine Therapie, weil das Attentat mich total erinnert hat an... Also jetzt im Oktober 2019, das war halt wie in meiner Schule und deswegen ging es mir im Winter wieder gar nicht gut und dann habe ich jetzt eine Therapie gemacht und jetzt geht es auch besser. Deswegen mache ich auch ein Urlaubssemester. Ja, Urlaubssemester ist die Idee. Genau. Sowieso, wir können nichts mehr machen. Es ist sowieso gut, es ist eh gut, auch wenn es einem gut oder? Geht. Mhm. Ich muss Hauptstudium machen. Du musst Hauptstudium machen, ne? Aber ist doof oder ist okay? Es ist doof. Ich mag keine Präsentation. Ja, oh, das geht. Ja, aber geht. Geht. A, B, C, D, E, T, A. Ja, das ist Hannah Arendt. Kennst du sie? Das ist eine Philosophin. Ich wollte keine christliche Ikone machen, sondern sie ist so ein Vorbild. Ich finde sie ganz toll. Und dann habe ich sie als Ikone gemacht. Was ist Ikone? Eine Ikone ist ein Heiligenbild, wo die Mutter Maria, also die Göttin oder so, und Jesus und sowas abgebildet ist. Und ich habe aber mit dem Christentum eigentlich nichts am Hut. Ja. Und deswegen habe ich einfach eine Philosophin genommen. Oder du kannst deine Bild auch abhängen. Ich könnte auch mich reinigen. Ich habe gedacht, oh, ist das Marie? Oder mit Goldblätter? Ja, genau, voll die alte Oma. Ja, ja, vielleicht im Mai. Oh, hier Farben sind sehr schön. Schon das hier auch, oder? Ja. Oh. Kennst du das, wenn man das selber nicht mehr sieht, weil man hier die ganze Zeit so wohnt? Genau, und für mich ist es so, okay, du filmst das jetzt. Und in deiner Wohnung würde ich das wahrscheinlich machen.
Wow. Cute. Der Menstruationsblut. Wer hat die geschrieben? Du? Weißt du, was das ist? Nein. Das ist, wenn du deine Menstruation hast, also deine Tage, ja, dann ist das für den Cup. Sonst wegen den Bakterien. Ja. Muss man auskochen. Und deswegen habe ich extra draufgeschrieben, damit nicht jemand Milch damit kocht. Guck mal, welche Tasse willst du? Kannst du ja aussuchen. Den. Leonie hat gemacht. Ich, nee. Ich glaube, sie hat es irgendwo gekauft. Ey, ist die noch gut? Guck mal, es macht komische Sachen. Mist. Ja. Ah, nee. Was denkst du? Ganz okay. Ist okay? Es treffen sich zwei arme Studierenden. Nein. Großmal. A, B, C, D, Bayern. Im Süden von Deutschland sieht so aus. So. Das ist wunderschön. Oh ja. Und wir wollen, guck mal hier. So. Kann man dort schwimmen? Da kann man baden auch, ja. Die sind ganz klar. Das sind so Bergseen. Also ich will so Bücher bestellen für Wanderrouten. Ich finde, es ist für Deutscher. So ein Buch. Bücher. Ja, nächstes Step ist ein Buch. Normalerweise die Leute. Jetzt! Also einfach Internet, Speichern. Gehen wir ja. Ins Smartphone. Aber da ist vielleicht kein Empfang. Mhm. Vielleicht ist da einfach kein Signal. Ja. Und dann hat man halt wirklich oldschool so ein Buch. Oder so eine Landkarte, weißt du. Ich war ja auch echt mal vor 3 Jahren, war ich im Balkan, so in Serbien und sowas reisen. Mhm. Und mit einer alten Landkarte, ja, so als wäre ich schon 1000 Jahre alt. Weil alle sind mit so einem Smartphone rumgelaufen. Genau. Und ich mit meiner Papierkarte. Es hatte niemand eine Papierkarte mit. Niemand! Nein. Nicht mehr. Ich kann nicht sehen, Papierkarten. Echt? Kann ich nicht, ja. Kannst du nicht also lesen? Wo ich wo, ja, nee, ich echt? Nicht. Das ist so spannend. Wird. Ihr könnt es dir erklären. Ja, bitte. Ey, das wird dein neues Projekt. Ich lese Papierkarten. Ich lese Papierkarten. Oder Wanderkarten. Wanderkarten heißt das? Mhm. Das heißt Wanderkarte. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. That's good. Roses at your feet, baby girl be mine. Okay. Baby girl be mine. Yeah. Spring is bright. Hey. In German. Pick up your phone, I need your attention. My girl so bad, we call her detention. I am so glad we won't be on friendship. I am so glad your mama like me. Twitter with Cupid, told her fight me. Wow. I stole your love, he shot my heart. I'm losing breath, it's getting dark. I think I might need CPR. Tell me, do you love me like I do? Tell me what you willing to prove. Unser Kräuterbeet. Welche Beere? Stachel. Stachel. Nur ein ganz kleiner Busch. Riech mal. Rosemary. Und das hier? Chimin. Ja, ich glaube. Hier gibt's alle. I'm a city girl. Here, tomato. Peppermint. Käsebärma. And this one we have to aqua. Und hier gibt's Erdbeeren. Die können wir auch essen. Oh, schön. Wow. Guck mal. Mhm. Frank will hier suchen. Wow. Lecker, oder? Oh mein Gott! Da gibt's Kürbis, Rhabarber. Kürbis gibt's auch. Guck mal, hier ist noch eine. Du kannst im Sitzen. Mega lecker! Mega, oder? Wow.
super Gemüsebeet. Wie heißt das? Kohlrabi. Kohlrabi. Oh, so süß hier. So süß, niedlich. Oder? Oder wollen wir teilen? Oh ja, wir können teilen. Oder willst du alles verwenden? Nein. Nee? Ja, ich habe keinen Kühlschrank zu Hause, so. So nur für heute Abend. Und wie viel? So. So? Ja. Togi는 젊은 친구들이 이렇게 이런 것도 키우고 하는 게 너무 좋은 것 같네요. 한 5명의 그룹이 모여가지고 하는 것 같은데 총 200유로 정도? 라고 해요. 1년에 200유로를 내고 뭐 그 밖에 짜잘짜잘 하게 되겠죠? 야, 그럼 이거 봐요.